Eine neue Folge MT5, heute mit einem Spiel Drachen gegen Mali aus unserem dritten Turnier der Schlacht in den Kriegslanden. Viel Spaß dabei! Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein Spiel, in dem ich nicht selbst gespielt habe, sondern das ich von zwei von unseren Discord-Nutzern, die beim Turnier mitmachen, aufgenommen habe. Das ist einmal der Abu, der hat ja beim letzten Turnier gegen mich im Finale gespielt. Und dann noch Sunny Meeple, der auch bei unseren Turnieren schon mitgemacht hat. Wenn ich richtig im Auge habe, spielt er sonst recht wenig. Hat auch gesagt, dass hier das erst sein zweites Mali-Spiel ist. Das heißt, wir gucken mal an, wie das so läuft. Und genau, ich hatte bisher den Eindruck, dass er einfach die Turniere nutzt, um einen Grund zu haben zum Spielen, da er sonst nicht so viel Zeit hat. Und ja, da kann ich mich sehr gut reinversetzen, weil ich das auch bei vielen Tabletops gemacht habe. Dann hat man einfach diesen ein Turnier, Spiel pro Woche, was man dann irgendwie machen muss. Und dadurch hat man auch einen Grund zu spielen. Und ein Spiel pro Woche kriegt man eigentlich immer hin. Aber wenn man halt das machen muss, dann hat man noch etwas mehr Motivation und hat noch einen anderen, der einem dann bei der Terminvereinbarung quasi hilft, dass man das dann auch wirklich macht und sich nicht denkt, noch so viel anderes zu tun und hier und da. Deswegen können wir jetzt erwarten vermutlich, dass er von dem Mali noch nicht alles genau weiß, ist auch gar nicht schlimm. Ich vermute, der Abu wird ihm da ein paar Tipps geben. Hier sehen wir auch gerade noch kurz, dass sie nochmal über die Anhöhen reden. Das gibt uns die Gelegenheit, das auch kurz zu tun. Anhöhen gibt es 4 Stück, die sind hier durch diese Plättchen markiert und wenn eine Figur auf den Anhöhen steht, dann kann sie von dort auch Kreaturen mit dem gleichen Wert, also mit der gleichen Machtstufe schlagen. Das heißt, wie gerade gezeigt, eben ein Sechser könnte von der Anhöhe hinunter auch einen anderen Sechser schlagen. Oder eben ein Fünfer, ein Vierer und so weiter. Im Bild sieht man jetzt gerade noch so ein bisschen Vorgeplänkel vor dem Spiel, wo sie ein bisschen reden. Beide hatten im Turnier ihr erstes Spiel gewonnen, das ist jetzt die zweite Runde. Der Sunny hatte da die Drachen allerdings gespielt und gegen Dämonen, gegen den Mitch gewonnen. Und der Abu hatte gegen Peter gewonnen, der halt auch sowieso sein Spielpartner quasi in Real Life ist. Sunny hatte höher gewürfelt für die Aufstellung, das heißt, er muss zuerst aufstellen und hat dann den ersten Zug. Beginnt hier mit der Aufstellung 4-6 für die Mali, was auf jeden Fall eine sinnvolle Aufstellung ist, da man dann durch den Split gleich 3-2er relativ weit vorne hinbekommt. Und Abu, der hier mit den schwarzen Würfeln tatsächlich spielt, obwohl es ja gar kein Mirror ist, das irgendwie mag er die schwarzen Würfel und ich finde auch, sieht interessant aus in der Farbkombination. Fängt an mit einem Vierer und 3 Zweiern, was ja auch eine der Aufstellungen ist, die ich in meinem Aufstellungsvideo für die Drachen vorgestellt habe. Man kommt schnell nach vorne, da die sich ja schnell bewegen, kann mit denen schon Druck machen und kann sie vor allem dann relativ schnell zu 2 Fünfern aufwerten, die dann sehr gefährlich werden. Dann mit dem Aufwerten demnächst anfangen. Abu hat seine Geister und das Schöne an denen ist, dass man die mit einem Blutmagier direkt auf einen anderen Blutmagier aufwerten kann, durch Ausgeben eines Würfels, und dann 2 Blutmagier hat und damit die Geister direkt zu den Feuerbasilisken machen kann, die sehr, sehr gefährlich werden können und auch gut mit den Geistern in Kombination funktionieren, da quasi ein Basilisk immer einen Geist decken kann vor jeder anderen Kreatur, da selbst wenn ein Sechser den Geist dann schlägt, wird er ja zum Vierer und der Basilisk kann ihn schlagen. Und mit dieser Aufstellung hier kommt man, wie man sieht, recht schnell auf die beiden Blutmagier und hat dann immer noch 2 Geister übrig, um sich gegebenenfalls sogar 2 Feuerbasilisken zu machen und dann kann das schon ordentlich abgehen. Genau, Sunny ist hier noch ein bisschen nach vorne gezogen, 2 Felder, um Druck zu machen. Genau, Abu stellt quasi schon eine Falle hier, da er, wie gerade gesagt, den Geist in der Mitte jetzt mit in einem Zug zu einem Basilisken machen kann und der bedroht dann direkt beide Sprösslinge und dann wird es, wenn das dann nicht gesehen wird, recht schwierig, die beiden noch zu retten. Sunny ist die Falle aber aufgefallen. Und er zieht jetzt den einen Sprössling hier wieder zurück Richtung seiner eigenen Zone
um ja, eben nicht in diese Situation zu kommen, dass zwei von seinen Figuren gleichzeitig bedroht werden. Und Abu zeigt jetzt richtig, was die Geister können, macht nämlich nochmal einen Zug nach vorne, ist jetzt im vierten Zug, ist glaube ich, halt schon komplett beim Gegner in der Zone, kann da dann gleich mit den Blutmagiern aufwerten und ordentlich Druck machen. Steht jetzt auch hier wieder zwischen zwei Figuren, nämlich unten der Waldhüterin und oben dem Sprössling. Das heißt, auch hier ist wieder möglich, mit einer 5 beide zu bedrohen. Aber auch hier sieht Sunny das wieder, zieht den Sprössling wieder zur Seite, legt dann eine Goldfrucht hinterher, was es halt einem Basilisken dann auch ermöglichen würde, da wieder quasi die abzuräumen. Ich glaube, da haben sie dann auch kurz drüber geredet und dann entscheidet Sunny sich im Endeffekt nicht die Goldfrucht hinzulegen, sondern nimmt die wieder weg gleich, da sie quasi nur ein Sprungbrett wäre, um die andere Goldfrucht auch noch abzuräumen. Und die Sprösslinge müssen sich ja nicht zwei Felder bewegen, wenn sie keine Goldfrucht legen, sondern sie können auch einfach ein Feld gehen und keine Goldfrucht legen. Abu gibt jetzt zwei Würfel aus und dabei verschwindet gerade ein Sprössling noch, der taucht aber gleich wieder aus, der war einfach noch mit ausgewählt, um den Geist schon wie mehrmals angekündigt zu einem Feuerbasilisken zu machen. Setzt jetzt immerhin in die Waldhüterin da unter Druck. Genau, sie suchen jetzt wieder den Sprössling raus und stellen ihn dahin. Und Sunny muss sich jetzt etwas mit seiner Waldhüterin überlegen. Und er wertet sie jetzt zum Schattenläufer aus, wodurch halt leider die ganzen Triggerpunkte wieder weg sind. Das ist wirklich was, wo man als Mali drauf achten muss, gerade wenn man nur eine Waldhüterin hat. Sobald die irgendwie in Hauch einer Bedrohung kommt, entweder eine zweite eigene machen. Das hat Abu jetzt mit dem Druck halt recht gut verhindert. Oder wenigstens die Punkte schon mal in einem Zug noch ausgeben, wenn man den schon hat. Ja, aber ich glaube, Sunny hatte hier tatsächlich keine Gelegenheit dazu, da der Geist halt immer in dieser Scherenposition stand. Und das zeigt auch nochmal, gegen die Drachen ist es oft gar nicht so gut, viele Kreaturen zu haben, da dann die Feuerbasilisken halt sehr schnell sehr viel bedrohen können. Abu bringt jetzt seine anderen Figuren etwas ins Spiel. Sunny hat da den Schattenläufer jetzt auch noch aufgewertet zu einem Mali, um vermutlich gleich auf den Feuerbasilisken mehr Druck zu machen. Genau, nimmt jetzt auch den Fackelträger dazu, um zu verhindern, dass der Feuerbasilisk noch aufwerten kann auf einen eigenen Sechser. Zwingt den dann also quasi wegzuziehen, wenn er mit dem Mali hinkommt. Und ja, so versucht er selbst etwas mehr Druck aufzubauen. Abu wertet jetzt den Blutmagier auf zu einem Feuerbasilisken und ja, bedroht wieder eine Figur. Das heißt, der Sunny muss da wieder irgendwie wegziehen, verliert also etwas an Tempo. Und wenn man sich die Feuerbasilisken genau anschaut, sieht man, dass sie auf den unterschiedlichen Diagonalen stehen. Das heißt, wenn die jetzt etwas näher zueinander ziehen, haben sie Potenzial, das ganze Spielfeld zu bedrohen quasi und nebeneinander halt in die beiden Richtungen nach vorne und hinten vier Felder jeweils. Und das ist etwas, was als Drachenspieler enorm hilfreich sein kann, sich da schon vorher Gedanken drüber zu machen, dass man die Basilisken halt auf den unterschiedlichen Diagonalen stehen hat und nicht auf der gleichen Diagonale, da man sonst halt als Mitspieler die Möglichkeit hat, seine Figuren einfach auf der anderen Diagonale zu platzieren und dann erstmal vor dem Feuerbasilisken sicher ist. Da wirklich drauf achten. Das erleichtert es als Drachenspieler ungemein, selbst wenn sie jetzt noch weit auseinander stehen. Genau, Sunny hat den Mali zur Seite gezogen, vertreibt damit den Feuerbasilisken von da. Der steht jetzt erstmal so, dass er die Goldfrucht bedroht, was nicht unbedingt schlimm ist, da die ja keine Punkte gibt und einfach nur in die Reserve zurückgelegt wird. Sunny muss sich aber noch um den anderen Sprössling da kümmern, zieht den jetzt da auf die Anhöhe drauf. Und jetzt wird man so langsam sehen, wie sich das Netz der Feuerbasilisken weiter zuzieht. Abu kann jetzt nämlich mit dem Feuerbasilisken von oben den auch noch bedrohen. Und genau, der andere bedroht schon die Felder neben dem Sprössling. Das heißt, der wird hier schon arg in die Enge getrieben. Was jetzt natürlich gut ist, ist, dass der nicht in der eigenen Hälfte ist und Sunny entscheidet sich jetzt quasi, den aufzugeben.
macht einen Dreier daraus und genau, der Basilisk schlägt, muss dann aber auch zwei Reservewürfel abgeben durch die Fähigkeit des Sprösslings. Kann man auf jeden Fall machen, gibt man zwar zwei Siegpunkte ab, wie gesagt, hier gut, dass es nicht in der eigenen Zone war, wo es halt deutlich mehr wehgetan hätte, selbst wenn da nur ein oder zwei Punkte dazukommen, ist ohne quasi einen Gegenwert dafür zu bekommen, das schon hart, wenn man dann irgendwie drei oder vier Punkte abgibt. Aber genau, so zwei Punkte ist noch okay für zwei Würfel. Genau, wertet jetzt auf, um wieder eine Waldhüterin zu haben. Basilisk durfte sich nach dem Schlagen nochmal bewegen und kommt jetzt auch wieder da in die Nähe auf die Anhöhe. Aber man sieht jetzt, dass bei Abu die Reservewürfel schon, sei jetzt schon unter der Hälfte, hat nur noch sechs Stück da liegen, könnte er zukünftig eng werden. Vor allem als Mali ist es halt toll, wenn man seine Zweien quasi abtauschen kann. Ist aber gegen die Feuerbasilisken sehr schwierig. Aber wenn man 2 gegen 2 tauscht, dann ist man auf der Siegpunkteleiste noch nicht so weit fortgeschritten, dass das Spiel deutlich schneller beenden würde. Aber man zieht dem Mitspieler halt die Reservewürfel-Ressource raus und gerade gegen quasi alle Völker außer Dämonen, die nicht so sehr auf ihre Reservewürfel angewiesen sind, kann das schon stark sein. Jetzt sehen wir hier einen Split der Goldfrucht, den sehe ich relativ selten. Hat hier jetzt den Vorteil, dass die eben genau auf der Diagonale stehen, die der Basilisk nicht bedroht. Ansonsten finde ich dabei immer ein bisschen den Nachteil, dass die nicht mehr verbunden sind, im Gegensatz zu wenn man mit einem Zweier quasi immer weiter Goldfrüchte legt, da kommt ja dann auch jeden Zug eine weitere rein, so wie man hier eine Goldfrucht mehr hat durch den Split. Dann kann man halt eine davon oder den Zweier zum Dreier aufwerten und gegnerische Sechser bedrohen. Aber hier in der Situation durch die Diagonale, ja, auf jeden Fall sinnvoll. Und man sieht jetzt, er hatte halt, oder jetzt auch, nachdem er den Mali bewegt hat, alle Figuren, die durch den Basilisken bedroht werden können, auf der anderen Diagonale. Und dadurch musste Abu jetzt, bevor er mehr Druck aufbauen kann, erst einmal seinen zweiten Feuerbasilisken hinterherziehen, hat jetzt aber genau die Situation, dass er halt zwei nebeneinander hat und man sieht jetzt, dass halt sehr viele nebeneinander liegende Felder von den beiden bedroht sind. Sunny bewegt jetzt hier seine Waldhüterin zur Seite, ich vermute, weil er nicht wieder seine Triggerpunkte verlieren möchte, aber die Basilisken können halt prinzipiell einfach immer hinterherziehen und weiter bedrohen. Abu macht das jetzt aber erstmal nicht, sondern stellt sich so, dass er die beiden Goldfrüchte da bedroht. Das gibt Sunny jetzt nochmal einen Zug, hat jetzt auch 4 Triggerpunkte, kann die also benutzen, um eine Goldfrucht aufzuwerten und verliert dann halt gegebenenfalls die andere durch den Feuerbasilisken, aber die geben ja wie gesagt keine Siegespunkte. Sunnys ursprüngliche Idee war hier jetzt, die Goldfrucht neben dem Sechser aufzuwerten und da sie quasi von dem Sechser gegen einen Fünfer geschützt ist, da kam von Abu dann nochmal ein kurzer Hinweis, dass der Basilisk ja sich nach dem Schlagen noch bewegen kann und das deswegen keinen Sinn ergibt. Er zieht dann den Mali vor, bedroht somit den Feuerbasilisken auf der Anhöhe. Der wertet sich selber zu einem Lichtdrachen auf, was dann wiederum wegen der Anhöhe den Mali unter Druck setzt, da der geschlagen werden könnte. Der Mali zieht daraufhin zurück. Eine Möglichkeit wäre gewesen, den Fackelträger vorzuziehen, um den zu schützen. Hätte dann vermutlich zu Problemen mit dem Geist geführt, der sich dann des Fackelträgers annehmen hätte können. Vielleicht wäre es hier auch sinnvoll gewesen, den Mali weiter nach vorne zu ziehen, um eher beim Gegner Druck zu machen, als sich quasi wieder zurückdrängen zu lassen. Der Feuerbasilist snackt hier quasi einmal eine Goldfrucht und zieht sich dann wieder auf sein Feld, auf dem er vorher stand, zurück. Und ja, wie gesagt, keine Siegespunkte, kommt zurück in die Reserve, aber kann halt nicht mehr aufgewertet werden. Genau, Sunny hat jetzt 5 Punkte in diesem Zug mit Triggern zur Verfügung und noch eine Goldfrucht. Und benutzt die jetzt auch, um da einen weiteren Mali draus zu machen, was sicherlich Sinn ergibt, bevor die Goldfrucht auch noch weggesnackt wird vom Basilisken. Und jetzt haben wir ja, 2 Mali da stehen. Ist jetzt ein bisschen eine Situation, in der der Drachenspieler auch vielleicht etwas ratlos ist, was er tun soll, da er gegen die erst einmal nicht so gut ankommt.
Und genau, wir schauen mal, was passiert. Er setzt jetzt erstmal den Basilisken da an den Rand, was den Vorteil hat, dass wenn er zu einer 6 aufwertet, der ja die Waldhüterin keine Möglichkeit mehr hat, wegzuziehen, da ja das Fliehfeld quasi oder das Fluchtfeld schon von dem anderen Drachen bedroht ist. Das heißt, entweder muss die Waldhüterin jetzt aufwerten, wodurch wieder das Triggerspiel, Punktespiel der Mali unterbunden wird, oder es muss Platz zum Fliehen gemacht werden. Sunny entscheidet sich hier für die zweite Möglichkeit, splittet seinen Sechser und macht da schon gewaltig Druck auf den Lichtdrachen vom Abu. Da der Fackelträger schon genau richtig da steht, er quasi jetzt in der Verbindung zu seinen Zweiern über den Sechser hat und die alle verbrennen könnte, um den Drachen zu schlagen. Er hätte jetzt die Möglichkeit, dem Drachen immer hinterherzuziehen und eine Goldfrucht zu legen, und so würde quasi seine Verbindung zu dem Fackelträger nie abreißen. Und genau, der Drache muss entweder so ziehen, dass eine andere Figur dann den Weg deckt, oder sich splitten, was wir hier jetzt schon sehen, dass Abu die beiden Würfel da schon mal bereitgelegt hat. Sunny verfolgt aber in dem Moment noch nicht, sondern wertet hier den Sprössling zu einem weiteren Fackelträger auf. Vielleicht wollte er seinen Sechser, seinen Mali, da nicht verbrennen und deswegen er dahin. Abu zieht seinen Basilisken, überlegt zumindest, und ja, setzt ihn auch ab. Dazwischen bedroht jetzt wiederum den Sprössling. Der kann jetzt nicht nach vorne ziehen und eine Goldfrucht hinter sich legen, da sonst halt direkt die Goldfrucht und der Sprössling unten und der Fackelträger geschlagen werden könnten für geniale 8 Punkte und danach der Basilisk sogar noch wegziehen könnte und aus der Reichweite des Malis wäre. Und stattdessen geht jetzt der untere Sprössling, ja, ohne eine Goldfrucht zu legen, an den Drachen dran, bedroht ihn jetzt immer noch, aber jetzt ist halt leider das entscheidende Glied in der Kette, die 2, die er jetzt durch die 5 halt schlagen kann. Genau, hier kommt nochmal die Andeutung, dass er keine Goldfrucht hin kann. Abu entscheidet sich jetzt tatsächlich nicht dazu, den zu nehmen, sich den Sprössling. Vielleicht auch schon, weil er Angst um seine Würfel hat, wobei ich hier die 4 Punkte schon, wenn man schon 2 hat, tatsächlich, glaube ich, die bessere Wahl, wäre zumindest von meinem Gefühl her sinnvoller, sich die zu nehmen, quasi mit dem Basilisken dann direkt wieder zurückzugehen, denn dann hat man schon 6 Punkte und der Gegner kann quasi nichts mehr abtauschen. Stattdessen hat er anscheinend mehr Sorgen um seinen Sechser. Splittet den jetzt in 2 Dreier, entkommt somit der Mali-Verbrenner-Falle und setzt wieder Sunny auf den Zug. Der wertet jetzt hier den Vierer zum Fünfer auf. Das ergibt auch auf jeden Fall Sinn, denn der Dreier, der da jetzt steht, neben dem Basilisken, ist wieder total gefährlich, denn der kann wieder zu einem Fünfer aufgewertet werden. Und ja, dann wären wir in einer Situation, wo es schon extrem aussichtslos gewesen wäre, wenn er da die Waldhüterin hätte stehen lassen, also wirklich super gesehen, denn ja, er kann nur die Waldhüterin oder den Sprössling in Sicherheit bringen unten, und der Basilisk kann dann auf jeden Fall auch noch eine von den beiden und den Fackelträger schlagen, wo wir dann direkt wieder bei den 8 Punkten gewesen wären, die dann das Spiel schon beendet hätten. Das heißt, hier sehr gut gesehen, dass diese Aufwertung droht und dass er sich dem nur entziehen kann, indem er die Waldhüterin aufwertet zum Schattenläufer. Der steht da auch erstmal gar nicht so schlecht am Rand schon. Könnte gegebenenfalls perspektivisch, wenn Sanin es schafft, sich hier nochmal aus der Feuerbasiliskenfalle zu befreien, über die andere Seite vielleicht ein bisschen Druck machen, wenn sich das Ganze nochmal dahin verlagert. Aber ich glaube, jetzt erstmal muss er sich da irgendwie mit den Basilisken auseinandersetzen. Ja, und hier sieht man einfach wieder, wie enorm stark die beiden Basilisken miteinander sind und wie gravierend es sein kann, wenn man einfach zu viele Figuren gegen die auf dem Spielfeld hat. Denn der Sprössling kommt da quasi gar nicht mehr weg, ohne dass er dann auch noch eine Brücke für die Basilisken baut, dass die quasi noch mehr schlagen können. Er hat den jetzt 2 nach rechts auf die Anhöhe gezogen. Ich glaube, 2 nach unten wäre in dem Zug noch, hätte noch funktioniert. Aber es ist ja sowieso auch noch der andere Sprössling bedroht.
Genau, den er jetzt hier wegzieht zwischendurch, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt. Der Basilisk hat quasi jetzt einmal den Sprössling auf der Anhöhe gesnackt, sage ich immer, weil die auch so einen schönen Mund haben und genau, ist dann einfach wieder zurückgegangen. Da stelle ich mir immer vor, wie die typische einmal mit dem Mund hin, rein in den Mund und dann wieder zurückziehen in den Mund. Genau, und jetzt hier sieht man wieder, Sprössling ist zurückgegangen, weil er bedroht war. Basilisk kommt hinterher, bedroht die nächste Figur. Man hat jetzt wieder die Feuerbasiliske nebeneinander, die bedrohen vier Felder. Der Fackelträger kommt da jetzt auch nicht mehr weg und wird gesnackt für nochmal 5 Punkte. Und dann ist der Abu schon bei 9. Sunny wertet den Schattenläufer auf, bedroht damit den Basilisken. Der zieht dann nach unten rechts weg. Der Mali kommt hinterher und bedroht den nächsten Basilisken. Der wird dann selber zu einer 6er Kreatur, bedroht damit den Mali wegen der Anhöhe. Genau, der Mali zieht dann weiter nach rechts. Und jetzt beschließt Abu hier noch die 5 Punkte abzugeben und mit einer wunderschönen Split-Falle der Drachen beide Mali zu bedrohen und somit das Spiel zu gewinnen, nachdem Sunny sich jetzt noch die 5 Punkte für den Basilisken einstreicht. Ja, ich denke, in diesem Spiel konnte man wieder sehr gut die Stärke der Drachen bzw. insbesondere der Feuerbasilisken sehen, die einfach zu zweit im Zusammenspiel gegen niedrige Kreaturen extrem stark sind und extrem viel Druck aufbauen können. Ich finde, Sunny hat das gut gemacht, wenn man bedenkt, dass das erst sein zweites Spiel mit den Mali war. Abo hat an ein paar Stellen natürlich nochmal ein bisschen Tipps gegeben, nachgeholfen bei den offensichtlichen Sachen. Aber die Bedrohung hat Sunny ja wirklich meistens genau gesehen, wo er da was wegziehen musste. Was ich hier ein bisschen sichtbar fand, ist da so diesen Gameplan. Was möchte ich genau? Das hat, glaube ich, ein bisschen bei dem Mali noch gefehlt. Muss man aber sagen, ist bei dem Mali auch einfach extrem schwierig, da die zumindest in unserer Community als das schwächste Volk angesehen werden und auch gerade als so ein Volk, wo es halt genau daran fehlt, wie kann ich mit denen Druck aufbauen, was ist mein Ziel, wo will ich hin mit denen, und ich finde, das soll jetzt gar nicht hier dem Sunny angelistet werden, sondern ist so ein bisschen ein Problem bei der Fraktion, auch wenn viele, die jetzt schon auch etwas erfolgreicher gespielt haben, aber ich glaube, gerade für welche, die mit dem Mali neu anfangen, und wo es dann auch zum Beispiel nicht um die Ruinen geht, wo ich klar habe, okay, ich will dahin und möchte jetzt hier die Punkte einnehmen, ist so ein bisschen die Frage, ja, was will ich überhaupt? Mein Gegner setzt mich irgendwie unter Druck und wie kann ich das Ganze wenden? Wie kann ich selber Druck aufbauen? Möchte ich Mali haben oder möchte ich lieber Schattenläufer und über die Seite gehen? Aber das dauert halt und da komme ich nicht richtig hin. Das ist, denke ich, was man hier in dem Spiel auch beobachten konnte und was gar nicht genau an der Spielweise lag. Denn wie gesagt, die Bedrohungen hat der Sunny ja richtig gesehen und dann umschifft. Aber so den langfristigen Plan, der mit dem Mali halt einfach besonders schwierig ist. Abu hat jetzt 2 Siege gesammelt, ist damit noch voll im Rennen und Sunny hat 1 Sieg aus 2 Spielen, ist auch noch im Rennen, wenn es jetzt um das Finale geht, da wir nur einen Spieler haben werden, der am Ende, also maximal einen Spieler, der alle Siege gewonnen, Spiele gewonnen hat, und falls wir eben keinen Spieler haben, der alle Siege gewonnen hat, dann ist man mit einer Niederlage halt, hat man noch die Chance ins Finale zu kommen. Erst einmal wird er dann aber wahrscheinlich durch das Schweizer System in der nächsten Runde dann auch gegen jemanden spielen, der auch einen Sieg hat. Das war es jetzt erstmal zu dem Spiel. Mein nächstes Spiel gegen den Tobi, also den Macher von den Celadron, das wird am Sonntag um 20.15 Uhr sein und der Plan aktuell ist es, das über Twitch zu streamen auf mt5-tv und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu schaut. Bis dahin und dann viel Spaß!